Hey, ihr Gangster da draußen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA Online. Wie man sieht, wir haben immer noch nicht richtig zusammengefunden, denn wir müssen erst noch diese tolle Einführung beenden. Die Einführung, damit kennt der Gong aus. Ja, natürlich, mit Einführungen kenne ich mich immer sehr gut aus. Ich habe dir ja auch schon öfter was eingeführt. Und es ist ja so, dass man ja gar nicht genau weiß, was gehört noch zur Einführung und was nicht. Wir fahren jetzt hier zwar schon auf dem Online-Server, wir dürfen aber nicht mit Freunden spielen, bis wir nicht die ersten Aufträge brav abgeschlossen haben. Die Frage ist natürlich, was ist jetzt überhaupt der Auftrag? Ich guck mal auf die Karte. Ich fahre jetzt zum Los Santos Customs, weißt du, Los Santos Müssen Customs. Müssen wir das jetzt alles noch machen? Es gehört das sieht alles so zur aus. Einführung. Es sieht beinahe so aus. Bestimmt. Der kennst du aus als einer der wenigen. Denise, sag doch mal. Du machst das so, du fährst jetzt dein Autotune, ja? Dann machst du da den Peilsender dran und so Gedöns und dann wird das Auto gespeichert. Das heißt, nächstes Mal, wenn du in die Stadt oder in die Welt kommst, das ist dein Auto. Das hat er ja auch gesagt, genau. Das hat er okay, gesagt. Ja. Und ein kleiner Tipp, wenn ihr das Auto mit dem Peilsender anbringt, also wenn ihr auch das Auto versichert, ist beim ersten Mal kostenlos. Ihr könnt dann aber auch ein paar Sachen kostenlos tunen, also die Farbe ändern und sowas. Ja, super. Das ich hab mir, nur beim ersten Besuch. Ich hab mir eine andere Karre. Oder dann klaue ich mir am besten das geilste Auto, was auf der Straße. Boah, der Sarah saß auch immer so laut. Der Warum? Ist manchmal liegt er mit dem Mund auf dem Mikrofon. Nee, eigentlich nicht. So, wo komme ich jetzt hin? Der ist tatsächlich geil. Bankautomaten. Also da könnt ihr euer Geld einzahlen und abholen. Das ist um vorzusorgen, dass andere Spieler es halt nicht klauen. So, ne? Ich fahre jetzt mal bei den Customs rein. Warte mal, ich musste gerade aus dem Auto springen. Und er ist stehen geblieben. Es hat gewirkt. Aha. Bleib stehen. Nein. Stopp. Du Arschloch. Redst du mit mir? Ey, du kriegst gleich eine. Dem Typen, der mir einfach mit dem Auto davon fährt. Ey, das gibt's doch gar nicht. Ich wollte gerade so einen schönen Sportwagen mir stehlen, der immer vor der Nase rumgerupft ist. Spring hier heldenmutig aus dem Auto, wie ich bin, weißt du? Ach, der Tobi, der ist ja auch dabei. Ja, ich habe gerade angefangen, nochmal probieren, GTA zu spielen, weil er immer noch nicht online kommt. Der so, ich bin eben reingefahren, damit ich den Sportwagen klauen kann. Ja, jetzt kommen erstmal 3 Milliarden Infos mit Peilsender, iFruit-App können wir ja auch nochmal installieren auf dem iPad oder so. Ja, habe ich immer noch nicht gemacht. Ich auch nicht, weil, ganz ehrlich, ja. 20 Jahre. Das Geile ist, aber du kannst den Hund trainieren, ne? Diesen Job. Den kannst Dies ist ein Premium-Fahrzeug, das bereits einen Peilsender hat. Ah, okay. Du Sau, hast ja wieder was Nettes geklaut, wa? Aber hast du auch eine Versicherung? Nö. Der Dennis will da Kohle scheffeln. Ja, guten Tag. Wollen Sie eine Versicherung haben hier? Beste. Vollkasko? Ja. Also man kann da nur einen Peilsender anbringen, wenn... das ach, gratis. Gerade, weil ich euch zugehört habe. Vollkasko-Versicherung ist jetzt auch gratis drauf. Genau. Und dann, pass auf, passt die Farbe an, macht die Felgen geil und dann ist die Karre deine, Alter. Also, wir müssen anderes leider, muss ich nehmen, weil das ein Premium-Fahrzeug ist. Schade. Das tut mir leid, Kann ich den ja zu Schrott fahren, was nehme ich denn? Dann hast du den von einem anderen Spieler geklaut. Nee. Nein. Boah, Alter, der Wagen ist bei mir gerade voll laut. Ein wunderschöner Wagen. Ich muss dich leider ein bisschen runtertunen gerade, wenn ich das kann. Weil du hast bei mir gerade, ich weiß nicht warum, manchmal, sonst bist du mal so schüchtern. Der ist nämlich nice. So, jetzt habe ich dich mal ein bisschen runtergetunt. Ich hoffe, das ist auch so. Sieht aus wie so ein Dreier-Cabriolet. Cabrio, das Dach kannst du auch machen. Alter, hier ist voll einer reingefahren. Boah, obwohl diese Mustang-Verschnitte ja auch nicht schlecht sind. Oh, bei mir ist gerade plötzlich alles stehen geblieben. Sag nicht, der ist abgeschmiert bei dir. Ist mir auch schon passiert. Hm, sieht nice aus. Ich denke mal, meine Playstation hat... Oder was ist das? Ist das die Xbox dann? Also bei mir ist die Xbox da auch abgeschmiert. Das ist die Dreamcast. Die Sega Dreamcast? Du hast die Xbox verlassen. Also stand gerade bei mir. Okay, scheiße, dann ist meine Xbox gerade abgeraucht. Na super. Damit auch meine Aufnahme. Währenddessen flimmert hier vielleicht gerade in diesem Moment, just in diesem Moment, ein kleines Bild drüber vom Gronkh, als er nackt war. Wie war? Ja, heute bist du ja nicht mehr nackt. Ach so, also nee, das stimmt. Ich bin heute nicht nackt. Nicht? So, Crew-Emblem. Ach. Kostet aber 25 Tritt an der Crew bei. Ich bin in einer Crew, du Arschloch. Musst du in den Optionen einstellen. Ey, jetzt muss ich den ganzen Mist nochmal machen und muss mich alles wieder einloggen und so. Ich hoffe, der nimmt weiterhin auf. Wie ist denn das bei der Elgato? Nimmt die weiterhin auf, wenn da einfach die Playstation? Also ja, die nimmt gnadenlos. Die macht halt Schwarzbild dann so lange. Auch das Schwarzbild war schön, oder? Also ja, ist einfach ein Traum. Das schönste Schwarzbild war. Also wenn ich ein Schwarz mag, dann das von der Elgato. Das muss man einfach mal sagen. Sprengstoff? Zündungsbombe? Ferngezündete Bombe? Nee, lieber nicht. So, Adi, diese Box möchte übrigens mein Freund sein. Ich soll dich mal grüßen von dem. Hallöchen! So. Seitenverkleiner, Spoiler, Getriebe. Ich glaube, sonst hole ich mir erstmal nichts. Ich habe nur noch $6,000. Muss ich gucken, wo ich bleibe. Tobi, was ist denn deine Lieblingswaffe?
Meine Lieblingswaffe, die Haftbomben. Das ist jetzt keine direkte Waffe, aber ich finde die Haftbomben extrem cool. Die ist Hammer, oder? Ja. Kann man so geile Alarm für Cobra 11-Szenen mit nachstellen, wenn man die nach hinten aus dem Wagen schmeißt. Müsste man machen. Das ist so Bombe, ey. So, also die Fotos, die wir gerade gezeigt haben, waren super. Ja. Ich zeig hier die ganze Zeit ein paar Fotos, weißt du, lass ich gerade hier durchlaufen. Das finde ich sehr nett von dir auch. Damit das ein bisschen Entertainment ist, weißt du, so, während wir hier reden. Vergiss nicht, du musst auf YouTube, musst du mal Brüste zeigen. Wegen, ja, ich hab das Foto vom Dennis, habe ich drin. Also ach, das, ah, das im Bikini. Von der Heideltraut. Das ist heiß einfach. Ich hab einen G-String an. Like a G-String. Kannst du auch nochmal die Farbe heißen. So, ich glaube, ich lass die Karre jetzt so. Also ich kann mal kurz sagen, ich hab so einen gelben Superflitzer, den habe ich ihm geklaut, der war mal weiß. Und das Coole ist, wenn du bei dieser iFood-App dein Kennzeichen anpasst, zum Beispiel machst du Gronkh, dann wird es auf deine Karre auch hier drauf gedruckt, ne? Das ist dann nur einmalig. Ach, sollte ich vielleicht doch mal machen mit der iFood-App, aber nicht jetzt. Nee, ist okay. So, ich habe jetzt auf jeden Fall, ich habe eine weiße Karre natürlich. Ich weiß nicht warum. Ja, ich mag weiß. Ich auch, bei Autos ist die extrem, ist das eine extrem geile Farbe, finde ich. Ne, finde ich auch. Und ich komme langsam wieder ins Spiel rein, der Story-Modus lädt, wird super. Das ist sehr schön. Ich probiere wieder zu GTA Online connecten, denn diese Folge ist am Release-Tag entstanden und wir wissen, hey, da gab es so ein, zwei kleine Serverprobleme. Was? Da war alles stabil. Das war das berühmte Tobinator-Problem. Der Tobinator, der ja schon fast GTA Online durchgespielt hat, wie ich gehört habe. Ja, der ist von hinten. Tobi, wo bist du denn? Du bist so ruhig. Tobi. Ladescreen. Wie sieht's auch aus? Mental im Ladescreen mittlerweile. Du kannst aber ruhig reden, wenn du möchtest, ne? Du musst dich jetzt nicht zurückhalten. In der Altherrenliga hier. Du darfst doch nicht mit uns reden. Oh, Medusa Herbst hat gerade Probleme mit anderen Bullen. Nein. Nicht Medusa Herbst, Alter. Medusa Herbst, wenn ich dir sage. Medusa Herbst 83, was ein total geiler Name ist. Aber du zockst gerade online, oder? Ja, das war gerade anderer Spieler. Medusa Herbst, ich bin hier gerade auf irgendeinem Server. Das Blöde ist wirklich, dass man sich erst mit seinen Freunden verabreden kann, wenn man denn dann... Also ich komme jetzt gerade hier wieder ins Spiel rein. Ich habe gerade eine Message von Gerald. Ich muss zeigen, wie ich schieße in den Cypress Flats. Genau, das ist aber eine Team-Mission. Du bist jetzt in GTA Online drin. Also du hast es jetzt... Bist du sicher? Bin ich sicher, das ist eine Teammission. Ey, weißt du, mal ganz kurz, das muss ich ganz kurz erzählen. Ja, dann warte noch, Gronkh, dann schnippel dir die schön hier übrigens, wir sind mit Helikopter und so hinter ihm her. Bitte mach mal einen Monster-Stun, versuch es mal. Und achte mal, wie geil die Autos, wie schnell die durch die Welt fliegen. Wenn ich jetzt wüsste, wo, und ich glaube, der Monster-Typ will jetzt bei mir irgendwie. Leute, die Wolken bewegen sich, ich glaube, ich komme wieder rein. Ich glaube, der fährt in meine Richtung. Alter, der schießt auf mich, der Pisser. Also, der Monster-Typ. Zu Los Santos trotzdem. Vergiss nicht, wenn du getötet bist, ne, verlierst du Knete. Ja, ich glaube, der will auch meine Knete. Money ist dann weg, weißt du? Ich frag mich jetzt natürlich, was nach dem Absturz, wie der meinen Spielstand jetzt gespeichert hat, inwiefern. Das ist immer die letzten Sekunden immer. Das ist, glaube ich. Wow, fuck it! Das ist Echtzeit. Das hat der Klaus gespeichert, ne? Klaus. Der Klaus hat es gespeichert. Nein! Jetzt bin ich in voll der komischen Ecke. Ach, Alter, ich hab hier noch nicht mal meine Klamotten. So, ich hab ihn jetzt umgebracht, also mit der yeah! Sekunde, das stimmt absolut nicht. Fuck ja, it, das Problem ist, jetzt sind die Bullen hinter mir her. Fick die Wand an, ich klau seine Karre und hau ab. Scheiße, von den Bullen getötet. Ich hab ihn gerade umgebracht. Aber jetzt haben die Bullen mich außer Gefecht genockt, weil da 5 Wagen von ihm mit dabei waren. Das Scheiße. Ist ja bitter. Boah, der Wichser. Das ist ja echt bitter bei mir jetzt. Oh Mann. Jetzt so, Problem ist... Ganze Nummer, jetzt muss ich einmal zum Friseur fahren, um den abgecheckt zu haben. Der Medusa Herbst, versuch das gleich nochmal. Kämpfst du da gegen Spieler die ganze Zeit? Ja, der hat mich gerade angegriffen. Und dann hab ich den weggeschossen. Aber ich glaube, der wird's bestimmt nochmal probieren. Ist eigentlich das Auto-Aim auch bei Spielern aktiv? Ja, das hat nicht ganz funktioniert, aber dann später doch. Jetzt sind die Bullen auch hinter mir her, weil ich gerade eine Karre geknackt habe. Scheiße. Boah, es ist ätzend. Also online ist schon ein Tucken schwieriger und jetzt kommt, glaube ich, der Medusa-Wichser hinter mir wieder her. Kann es sein, dass die Cops in GTA 5 extrem schwer... Ja, die sind auch extrem lästig einfach. Soll ich euch mal was Neues erzählen? Der Tobi versucht. Grade. Ja. Oh, jetzt will der Lamar. Tobi, geht's? Ich muss jetzt ja nochmal den ganzen Überfall machen und bla. Voll ätzend. So, ich hoffe, der Helikopter ist nicht hinter mir her. Ich habe nur 2 Sterne, das lohnt sich gar nicht. Was du machen kannst, ist, versuch mal unter eine Brücke zu fahren oder so. Bei den Hibis. Das hilft eigentlich immer. Okay, das ist gut zu wissen, aber die sind zum Glück nicht hinter mir her, sondern ich glaube hinter Medusa. So, jetzt schneiden wir mal. Ah, da hab ich dir direkt so einen Agro-Spieler.
Ich kann mir jetzt keine Frisur schneiden, aber ich muss einmal hier hin kurz gehen, damit ich so tue. Hab ich den umgebracht? Geil! Freue ich mich. Ist das Erfahrungspunkt, wenn du Spieler fehlst? Habe ich nicht drauf geachtet, ich war gerade zu sehr, Und japanische Freunde. Ich war ein bisschen aufgeregt. Weiß ich nicht. JP, was kann das denn sein? Vielleicht Judenpunkte. Ist doch nicht schlimm. Juden sind integere Menschen unserer Gesellschaft. Ja, ich wollte eigentlich den, egal. Ja, jetzt kommt er wieder. Der Tränengaswitz wollte ich eigentlich machen, aber so böse. Da wirft man ein Stichwort in den Raum und schon geht's los bei den Deutschen, weißt du? War ein Scherz, Leute, nicht wieder denken, ich bin Rassist. Also, Mafuyo ist der Channel, Mafuyo X, ne, da könnt ihr mal die Meinung geigen. Schreibt's in die Kommentare! Bitte nicht! Am meisten erzählt der Tobi ja heute. Er ist wie ein Wasserfall. Ne, Tobi? Ja. Tobi, erzähl doch mal die blöde Überfallmission. Erzähl doch mal ein bisschen, wie findest du denn die Singleplayer-Kampagne so? Nee, dann kommen wir wieder in die Spoiler-Region. Ja, aber was ist denn dein Lieblingscharakter? Du musst mal ein bisschen erzählen. Trevor. Trevor. Was ist denn? Einfach so ein furztrockenes Wort. Trevor. Geil. Huch. Yeah, Trevor. Ist auf jeden Fall netter. Netter Bengel. Den kann man sogar als Schwiegersohn vorstellen. Also das mit dem Dennis, mit diesem, das hat super geklappt. Mit dem Speichern. Wir speichern die letzte Sekunde. Ja, eigentlich, ja, eigentlich. Yeah, so. Alter, oh, jetzt fickt mich ja noch so ein Spieler an. Wurde auch angefickt? Nerven, ja. Ja, ja, die sind ziemlich fickrig. Ja, nee. Alter. Die haben mich erschossen. Was? Alter, das sind zwei Typen gewesen. Alter, du bist bei Slay Massive, du hättest Amok laufen müssen. Aber bitte. Liebe besorgte Mütter, ich meine natürlich Amok auf eine gute Art und Weise. Ey, wie blöd. Wie meinst du das denn? Was ist ein Amok auf guter Weise? Ja, zum Beispiel, man kann ja auch mal Amok laufen und Merci verteilen. Alter, bei mir läuft eine Zwischensequenz mit. Muss ja nicht immer blei sein. Warte, nimm das! You good? I haven't had a client over 6 months. Super. Hey, you sold. Alter, ich hab was war denn da jetzt gesprochen. Bei dir? Zu Gott? Ja. Was? Also, wenn er das Gott war, ich hab Gott kennengelernt. Nicht Gott. Ja, aber so in der Art sieht er doch aus. Das war der von der Sekte. Kennst du den? Ja, der ist doch Gott. Ah, nee, den hab ich noch nicht kennengelernt. Ist der aus GTA 5? Scientology. Das ist. Okay, ist ich verarsche oder was? Okay. Und der nächste Spieler. Medusa hab ich. Ich hab wieder Medusa erledigt. Da wollte er gerade mit dem Wagen in den Laden rein. Da hab ich dann rausgeschossen. Also mit dem Passivmodus mit dem für die 100 Dinger ist schon ganz gut, glaube ich. Jetzt komme ich ja alles gerade. Das mache ich gerade mal. Das Problem ist, ich komme nicht mehr aus dem Laden raus, weil jetzt die Karre ja im Eingang steht. So, Scheiße, ich mache mal kurz den Passivmodus, solange ich hier die Story, weil ich mache jetzt gerade Kram, was ich eigentlich alles schon gemacht hatte, auch wenn es immer noch Spaß macht. Yeah, so geil aus. Da kommt der nächste Spieler, der will mich ficken, ich sehe es genau. Da kommt er mit dem Gummi! Der Passivmodus ist aber schon ganz gut, dass es sowas gibt. Ja. Sonst hätte es echt ätzend werden können. Und Medusa habe ich wieder umgebracht, Alter! Ich habe den zum dritten Mal gekillt. Der muss doch langsam die Schnauze voll haben. Der muss bei sich, es steht jetzt aber auch, glaube ich, 3 Punkte für dich und 1 Punkt für ihn oder sowas. Das Problem ist nur, ich habe jetzt die Bullen alle am Hals. Und ich komme nicht aus dem Laden. Doch, die Karre steht immer noch. Scheiße. Durchs Regal wurde ich abgeschossen von den Bullen. Boah, wie ätzend. Dieser Medusa-Wichser ist so ätzend einfach. Ja, dann hol dir ein Passivticket. Aber du kannst ja im Moment eben, machst du eh nur Schwachsinn, ne? Behinderter Spasti.
Ich hatte so einen geilen Wagen. Den muss ich mir auf jeden Fall nochmal wiederholen. Das geht nämlich an. Jetzt steht ja auch Schüttel die Cops ab. Ach, hier will noch wer anders gerade den Laden überfallen, habe ich das dumme Gefühl. So, und da kommt Medusa Herbst wieder und wollte mich wieder rammen. Alter, der hasst mich bestimmt, weil ich ihn dreimal gekillt habe. Haha, Loser, Schlappschwanz. Deine Mutter ist ein Rhinoceros. Ich muss den deaktivieren, bevor man den Laden überfällt. Cool, jetzt kann ich sehen, wie der andere Spieler den Laden überfällt. Wäre nur cool, wenn wir das wären, weißt du. Da kann man doch auch, glaube ich, drauf wetten, ne? Ob er das schafft. War das ja irgendwas? Genau, du kannst wetten. Genau. Aber war das nicht über die Mission? Okay, warte, ich muss den Passivmodus deaktivieren wieder. Genau, um den zu töten aber, ne? Um den Mitspieler zu töten. Nee, um meine Knarre zu... Ah, jetzt habe ich keine Knarre mehr. Ne, die hast du... Kann das sein? Warte mal, hast du die Ladenmission schon abgeschlossen? Nee, ich soll den Kassierer bedrohen, sagt er mir jetzt. Hä, warum? Hast du das schon gemacht, oder nicht? Ah, jetzt geht's. Bei mir hat gerade irgendwie die Steuerung gehakelt. Komm schon. Gib mir die Kohle, Alter. Okay, schieß wieder daneben, ne? Dann geht's schneller. Genau, dann machst du den richtig schön nervös. Das mag der, weißt du, der will das so. Danach einfach Headshot, oder? Ja, genau, hau den danach weg, damit er dich nicht erschießen kann. Ja, ich auch mal. Finde ich so krass, ey, dass der deine Waffe zückt. Der Drecksack. So, ich bin jetzt mal gespannt. Ich fahr jetzt mal ans andere Ende der Stadt und ich gucke mal ganz kurz, ob der Herr Medusa mir wieder folgt. Okay, der kriegt nicht genug aufs Maul. Ist irgendwie schon geil gegen andere Spieler, muss ich sagen. Das macht nochmal einen ganz anderen Kick. Der Medusa hat jetzt einen anderen Spieler erledigt gerade. Wird das angezeigt? Links? Dann können wir auch voll die Gang Wars machen. Ja, wird links angezeigt. Und das machen wir auch, da kannst du aber sicher sein. Aber da kannst du, wenn du Pech hast, voll die Knete verlieren. Da musst du schon ordentlich bei Ammunition einkaufen, ne? Oh. Und sonst ist dein ja, Geld aber wenn weg. Wir da zu viert sind, Alter, ja, klar, das ist schon krass. Wenn man die ganze Zeit alleine spielen, kannst du voll PK machen, Player-Killer. Gibt's eigentlich Friendly Fire? Das ist ja dieses Passiv-Ding, oder? Nee, Friendly Fire meinte, ob du den Kollegen aus deinem Team treffen kannst. Genau. Das wäre natürlich ein bisschen doof. Das wäre wie niemals. Aber ich glaube nicht, oder? Das wäre ja immer... Weißt du, was geil ist, wenn du mit deinem Auto in einem Graben hängst? Nicht mehr wegkommst. Wie viele Spieler gehen eigentlich auf den Server? Nur mal so dumm gefragt. 16, oder? 16. Ja, 16 Stück. Okay, jetzt bin ich auch jetzt wieder Level 4, wie bescheuert. Ich muss jetzt ein Auto klauen, um mein eigenes Auto anzuschieben. Hä? Ja, achso, weil Auto, das sonst kriegst du sonst nicht wieder zurück, oder was? Genau, und es hängt in der Luft. In der Luft, da gehört's ja auch hin, so ein Auto. Genau. Der Fliegefeder ist das. Zurück in Zukunft. Ein Auto mir klauen und das von Pinken. Boah, wie viel bei diesen Maps sind übertrieben viele Spieler. Voll sinnlos, dass ich mit denen zusammenspielen kann, aber nicht mit euch. Ja. Also ganz Spiel, ehrlich. Ne? Drück mal nach beim Steuerkreuz nach unten, da siehst du alle Spieler und auch dein Geld und was du auf dem Bankkonto hast und sowas. Beim Steuerkreuz nach unten. So, mal ein bisschen Rampage fahren. Ich hol mir gerade nochmal eine... Oh, ich habe vier neue Kleidungsstücke. Ich finde den Sound von den Autos extrem geil. So, mal gucken. Ich parke jetzt wieder meine Karre hier. Und dann gucke ich mal, ob mich ein Spieler holt. Ich gehe wieder ganz gemütlich in den Laden. Knarre stecke ich weg. Bin ja ein guter Bundesbürger. Da kommen schon welche. Ja, wenn du eine Knarre hast, dann rufen... auch wenn du sie so einfach nur seine Hand hast, dann kommen tatsächlich welche, die Cops rufen. Okay, Achtung, Simeon, ruf mich an. Boah, der ist doch nice. Ich hoffe, den kann ich klauen, aber ist wahrscheinlich wieder ein Premium-Auto, ne? Nein, bleib stehen, scheiße. There you go. Ja, der ist bestimmt ein Premium-Auto, bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich habe auch so einen gepimpten Wagen, der ist auch eigentlich ziemlich krass, aber der ist. Ist ein Cabrio gewesen? Nee, ist so ein. Nee, hier, der ist, glaube ich, der ist schon. Dürftest du gleich. Alter, ich bin auf dem Dach vom Flughafen. Das ist ein Premium-Fahrzeug, aber der sieht trotzdem geil aus. Den kenne ich natürlich auch schon aus dem Singleplayer. Aber damit kann ich mir ein anderes suchen. Ich finde meine Karre hier gerade extrem gut im Handling. Ich weiß gar nicht. Ein Dinker Battlin oder sowas. Ich glaube, damit fahre ich gerade mal zum Pay and Spray. Hallo? Falsch. Los Santos Customs. Oh, ich mach gerade Monster. Wenn du es kannst, mach die mal bitte. Ich glaube, Medusa Herbst. Medusa Herbst? Heißt der Medusa Herbst, Tatsache? Ach, der will Messebolle umbringen. Der fährt echt andere Spiele ab, um ihn zu killen. Ja, das hat die ganze Erfahrung.
Drecksack. Unfassbar. Hier sind immer nur dieselben Fahrzeuge. Da, den kann ich mitnehmen, oder? Ich habe immer noch den Auftrag für die Cypress Flats, ne? Den habe ich immer noch nicht gemacht. Ja, das ist auf jeden Fall eine Teammission. Und ich glaube, ihr werdet mich nicht schlagen, wenn ich sage, dass GTA Online eventuell auch unregelmäßig kommt und nicht jeden Tag. Ist das okay so? Weil wir schon ziemlich lange Folgen machen und man weiß ja nicht genau, wann wir genau aufnehmen, wenn, ob alle vier Zeit haben und so weiter. Oder genau. Setze ich mich da jetzt in Nesseln? Nee, ist doch eine gute Sache, oder? Nee, das kann passieren, durchaus. So, jetzt gehe ich zu Los Santos Customs. Okay. Und dann, fall ich nochmal ganz kurz zum Pay and Spray, weil ich die Karriere so mag. Du hast die eine Mission ja schon gemacht, ne? Oder welche hast denn? Hast du gar keine. Du hast nur Los Santos Customs gemacht. Genau, und danach kommt dann die Cypress Flats, da warte ich gerade noch auf dich und mache hier nebenbei ein bisschen kannst Multiplayer. Du denn, jetzt Einführung, kannst du theoretisch einen Spieler einladen, Freunde? Kannst du mal gucken? Ob das ich soll mal ausprobieren, ich soll es mal ausprobieren. Oder ich glaube, also ich kann es noch nicht, weil ich muss ja noch, die Einführungsquest machen hier mit Cypress Flats. Okay, das ist dann die letzte Einführungsquest für uns. Ne, dieses Cypress-Dings ist keine Einführungsmission mehr, glaube ich. Ich glaube, das ist jetzt eine vollständige Mission, oder? Ihr könnt sie aber natürlich auch gerne probieren, wenn ihr wollt. Also wie komme ich denn da zu Los Santos Customs rein hier bei den Kanälen? Der Dennis weiß doch sowas immer. Der weiß aber genau, wovon ich rede. Ja klar, auf die Ecke links. Der Dennis weiß sowas immer, der weiß alles bei GTA. Voller Fanboy, ey. Vielleicht liegt es daran, dass er die Seite gtanext.de betreibt, um ja mal schamlos Werbung zu machen. Oh mein Gott! Jetzt machst du Werbung hier. Ja, dachte ich, aber selbstlos, ganz unten, selbstlos ne? Sogar. Was ich sagen kann, Vito Scaletta 93 hat mir geschrieben, der soll ganz nett sein. Vito Scaletta, na, aus welchem Spiel ist er, na? Mafia. Ey. Alter, willst du mich veräppeln? Das ist auch ein Hammer-Spiel. Übermacht, sein Cabrio, der ist geil. Kann ich dir echt nur empfehlen. Mafia ist ein Hammer-Spiel. Befestigst du einen Peilsender an deinem Fahrzeug, erscheint jedes Mal, wenn du aussteigst, eine Markierung auf der Karte. Sehr cool. Wie mache ich das? Wenn du spawnst, steht es auch bei dir. Du kannst Versicherung für Fahrzeuge abschließen. Wenn ein versichertes Fahrzeug zerstört wird, kannst du Anspruch auf ein neues Fahrzeug geltend machen. Ich habe das Übermacht, sein Cabrio Coupé, ja? Du kannst die iPhone essen, das ist ja was ganz Tolles. Hier fahren schon wieder Bullen überall rum. Gib mir wieder zu denken. Gib mir auch zu denken. Kaufe einen Peilsender und bla. Fahrzeug reparieren ist gratis sogar mal aus dem Preise. Ja, beim ersten Mal, glaube ich, oder? So, wo ist denn das mit dem Peilsender? Medusa Herbst hat Messebolle erledigt, der ist echt. Schutz vor Diebstahl und Verlust, Nummernschild, Spoiler. Wahrscheinlich Schutz vor Diebstahl und Verlust, ne, da ist da drin. So, ich fahre jetzt auch mit einem anderen Spieler vorbei, ist mir egal. Vollgas, ist auch gratis. Medusa Bolle. Was? Medusa Herbst hat ein One-on-One-Deathmatch mit Messebolle begonnen. Was machen die denn hier Komisches? Ja, wer zuerst wen killt, ne? Dann kriegen sie Geld für. Oder? Ist echt so, dass man sich im Gebüsch verstecken kann von den Cops? Hä? Sandman, ich hab grad jemanden umgefahren. Gronk.de hat Sandman 2K erledigt. Sandman 2K hat dich fertig gemacht. Ich glaube, das war jetzt ein Doppelkill. Super merkwürdig. Ich hab den gerade mit dem Wagen umgefahren. Einfach so vorbeifahren. Das ist ja auch nice, ist ja, dass ihr Menü? Hallo? Man Zünder einbauen kann. Oh, warte mal, hier kommt Gott. Hier kommt jetzt auch bei mir Gott. Warte mal kurz. Welcome, brother, brother. Welcome. You see, they said I was a charlatan, a fraud, a nothing. But I am a miracle. Look and behold in wonder. And ask yourself, what does mighty Chris Formage, leader of the Epsilon program, do with his enormous power? Why, he uses it to watch people, of course. Join me anytime you like in watching. They never find out, and they can't harm you. It is the greatest pleasure on Earth. And trust me, I've lain with a multitude of women. Chris Fromage heißt er also. Das ist ja sehr merkwürdig gewesen gerade. Ich glaube, unten steht irgendwo, dass du da beitreten kannst. Ja, genau, dieser komischen Beobachtergesellschaft oder sowas. Das ist, glaube ich, der Hinweis auf dieses 100-Dollar-Passiv-Ding. Alter, wie viele Spiele jetzt sind.
Dann hast du es geschafft. Krass. Was hast du jetzt gemacht? Nichts, ich habe gerade noch einen anderen Typen weggeschossen, der mich, also nicht weggeschossen, sondern umgefahren, der hat mich wahrscheinlich weggeschossen aus dem Auto. Ich brauche auch eine Karre dringend. Fuck it, da einer hat's wieder auf... Ach, fuck! Sandman 2K hat dich durchsiebt, der Wichser! Ob ich mal Passivmodus mache? Vier neue Kleidungsstücke? Alter, das gibt's gar nicht. Ich bin jetzt mitten im, ich glaube, im Herd. Im Zentrum der Stadt, wo sie alle ballern. Die Erzählungen sind durchaus spaßig, was ich da höre. So, das Problem ist nur, dass ich jetzt natürlich hier... Nee, ich finde die Standardfähigen fast cool, ey. Neue Make-ups Gothic. Geil. So, ich gehe hier mal aufs Dach gerade. Keine Ahnung, was das bringt. Dann kann ich hier so ein bisschen Heckenschütze machen. Ja, komm, ich nehme mal den Diamond Cut einfach nur, um andere zu haben. So. Okay, ich bin mit Tuning fertig. Hier geht's noch rüber aufs ich andere denke, Dach. Das reicht dann auch. Oh, der Turbinator probiert mal wieder. Ich würde sagen... Ich habe das Gefühl, die Leute nehmen es immer persönlich, wenn man die killt. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Ja, ich bin zufrieden. Was Panzerung? Keine. Nee. So, da muss irgendwo ein Spieler sein, da unten. Der schleicht sich hier so rum. Muss ich hier irgendwas Spezielles tun noch, außer was ich hab? Ich glaube, der schleicht sich hier rückwärts gerade weg. Lieber Dennis. Wie bitte? Weil ich komme hier nicht raus. Hast du mal zweimal B gedrückt? Ja, ich drücke die ganze Zeit hier B. Muss ich hier irgendwie noch was Spezielles kaufen, außer die... Que locuras! Sandman 2K, Alter. Ich glaube, er macht Jagd auf mich, Alter. Der Wichser. Ich sehe ihn doch da unten, der kleine Stricher. Du Pinseläffchen, Alter. Ich komme nicht mehr aus dem Laden. Du gerade bei Las Santas Customs oder was? Ja. Vielleicht ist es jetzt gerade ein Serverproblem. Hast du die Versicherung gekauft oder muss man die da nicht kaufen? Doch, ich habe Versicherung und beides, habe ich alles. Ich komme mal nicht mehr zurück aus dem Laden. Sandman 2K ist gestorben. GTA Online macht Probleme, das ist mir aber echt neu. Ja, oder Tobi? Ja gut. Sandman 2K hat das Spiel verlassen. Eine kleine Folgenpause, ne? Ach geil, Alter. Oder? Ist irgendwie, ist echt lustig mit dem Online-Ding, aber ich glaube, wir kommen noch rein. Das ist alles nur Vorgeplänkel, was wir bis jetzt gezeigt haben. Und ich hoffe, in der nächsten Pause können wir dann wirklich endlich mal durchstarten. Das wäre schön. Ja, und ich hoffe, mein Auto wird gespeichert, denn ich komme gar nicht aus dem Fahrzeugwagenladen raus. Fahrzeugwagenladen? Ja. Naja, aus dem Fahrzeugwagenladen. Was willst du machen, ne? Ja, ja, ich kann eine kleine Katastrophenfolge bei mir heute auf jeden Fall. Naja, wie auch immer. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, tschüss. Winke! Meine Fresse, ob ich da noch irgendwann mein Leben aus diesem Fahrzeugwagen rauskomme? Alter, aus dem Fahrzeugwagenladen vor allen Dingen. Und im Spiel, man sieht es nicht, Schimpanse hat das Spiel verlassen gerade. Also es scheinen auch deutsche Spieler auf dem Server zu sein. In der nächsten Folge versuchen wir dann mal, ob wir nicht irgendwie zusammenkommen. Das wäre zumindest sehr lustig, wenn wir uns mal sehen würden. Ja, finde ich auch schön. Das wäre toll. Ja, bis dahin. Ciao mit V.